Hallo liebe Battlefield 3 Freunde und willkommen zu einem kleinen, aber wieder sehr feinen Video. Diesmal werde ich euch nicht jetzt bei Battlefield 3 Premium halt zeigen, sondern es gibt bald eine Veranstaltung von Battlelog oder halt, das sagt Battlefield 3. Und zwar ist das aber auch nur für die, die Premium haben. Und zwar gucke ich mal kurz, ihr Premium müsst ihr anklicken. Erstmal natürlich, wartet mal kurz. Dem Laden. Erstmal hier natürlich Battlefield 3. Voraussetzung, ihr habt das Spiel. Zweite Voraussetzung, ihr habt Premium. So, dann hier auf. Na. Egal. Gehen wir hier einfach auf Premium. So. Man sind hier viele an und zocken gerade. Wow. Nein, also so. Habt ihr halt hier aufgeklickt? Stehen hier die kommenden Premium-Veröffentlichungen. Ja. Und zwar hier erstmal zeige ich euch das Premium-Video. Und zwar, ich zeige euch nicht, zeige euch, wie ihr die findet. Ja. Hier bleibt die ganzen Infos. Hier unten kann man ja noch abstimmen, wenn man ganz unten ist. Und ja. Dann gehe ich euch wieder auf zurück zur Premium-Übersicht. Ja. Hier haben wir Videostatistiken zurücksetzen. Ja, kann man alles da zurücksetzen. So. Das interessiert uns hier alles nicht. Sondern dies hier. Premium-Event. Erziele in Armored Kill Luftkill. Das gibt's auch. Und zwar von 27.10.2012. Also hier, 27.10.2012, sag's nochmal, 27.10.2012 bis 28.10.2012 und nochmal 28.10.2012, 28.10.2012, Dauerschleife, nein, ja, oh, nochmal, jetzt beides verlesen, es hängt. Ein Farbschema in Windows 7 wurde geändert. Es ist alles abgeschürzt. So, also wie gesagt, von 27.10.2012 bis 28.10.2012 gibt's das Event halt bei der Map Armored Kill, die Luftkills, und zwar mache mit bei unserem Premium Wettbewerb und finde heraus, wer in Armored Kill die meisten Kills aus der Luft erzielt. Ja. Wenn du während dieser 48 Stunden, wenn du während dieser 48 Stunden einer der besten 5 Spieler deines Formats bist, erhältst du eine limitierte, signierte und nummerierte Lithografie mit Illustration aus Battlefield 3. Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, musst du dich mit einem Passwort auf unseren Server, die wir für diesen Wettbewerb eingerichtet haben, einloggen. Durch die Eingabe dieses Passworts bestätigst du, dass du die Nutzungsbedingungen dieses Wettbewerbs gelesen hast und mit ihnen einverstanden bist. Details zum Wettbewerb nutzt ich und meine Lesung, egal. Details zum Wettbewerb, Nutzungsbedingungen und das Passwort werden hier auf Battlelog unter News veröffentlicht. Ja, das Event interessiert mich zumindest nicht so, weil 90% steht da immer, muss ich selbst eliminieren, wenn ich im Heli oder in der Luft bin. Ja. Und zwar, das ist das, was ich eigentlich meinte. Und zwar Doppel-XP-Event. Und zwar findet das vom 31.10.2012 bis, also, das geht vom 31.10.2012 und endet am 5.11.2012. Also, 31.10.2012, da geht's los mit diesem Event, Doppel-XP-Event.
und das Doppel-XP-Event endet am 5.11.2012. Ich sag's doppelt und dreifach und vier- und fünffach, dass ich auch deutlich und mehrmals gesagt habe. So. Und zwar feiere mit uns von Halloween bis Allerheiligen und erhalte doppelte XP für 5 auseinanderfolgende Tage in einem beliebigen Modus und einer beliebigen Karte auf Ranglisten-Server. Ja. Das heißt, warte mal, ich muss erstmal selbst gucken. Genau, das heißt, wenn man jetzt, könnt ihr euch das nochmal hier durchlesen, so. Ich weiß nochmal, warte. Könnt ihr ab kurz Pause klicken. Ich mache aber erstmal wieder weiter. So, und zwar, hier Multiplayer, so. Geht noch kurz. Ja, und zwar könnt ihr hier wieder alles auswählen und so, ne? Das interessiert uns wieder aber nicht, sondern wenn er jetzt bei, guckt er mal hier bei Modus, das müsste Eroberung sein, also halt wo er die Flaggen zerstört und nicht Flaggen zerstört, sondern Flaggen einnimmt, das alles, ne? Da kriegt ihr statt, ich glaube, das war 300 oder so, immer 800 oder so. Auf jeden Fall immer das doppelt. Also 400 kriegt er. Wenn er 400 kriegt, bekommt er 800. Kriegt er für irgendwas 200, bekommt er 400. Ne? So ist das eben. Ja. Ich mach mir das hier nochmal hin. Oh, 6 Minuten und schon. Ja. Ich heiße bei Battlelog natürlich auch. Du gehst 300, okay, wie bei YouTube. Und ja. Das ist das Thema abgeschlossen. Ich kann noch was zu sagen, was dazu sagen, dass gerade gar keine online sind. Denn es gibt ein großes Problem mit Battlefield und Battlelog. Und zwar hatte ich das eben auch. Und zwar ich musste, das Problem war, es kam fast keiner mehr rein. Denn, und zwar ist das, ein Tag oder zwei Tage schon, zwei oder drei Tage nachdem das Update war vom Battlelog, geht nicht gegen danach nichts mehr. Also drei oder vier Tage danach. Das heißt, es konnte keiner mehr das Spiel spielen. Das Spiel war nicht mehr zugänglich. Und es konnten sehr viele Leute da schon manche Namen oder manche Spiele gar nicht mehr downloaden und installieren, wenn man gekauft hatte. Das musste man dann halt im Update machen und darum sind die glaube ich auch noch so wenige oft, weil die haben das Problem immer noch. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich möchte mich nochmal bei HSV Styler 1 bedanken, dass er mich abonniert hat. Vielen Dank dafür, dass du mich abonniert hast. Ich hoffe, du schaust meine Videos auch weiter. Und ja, ich werde dir nochmal einen anderen Kanal schreiben, wo ich mit zweimal Freunden oder ja, mit zwei anderen Freunden von mir noch eher Together und sowas aufnehmen. Ja, auf dem Kanal zu Discord.tp werde ich Videos machen und eher mit anderen. Also mit anderen Usern. Das heißt, vielleicht mit hier mit dir, lieber HSV-Styler, vielleicht mal mit Fuxi, mit Megamo 14, Facefresse oder mit Chromecable oder irgendjemand. Ist ja egal wie. Und da bin ich bereit zu, denn auch mit anderen Leuten zu machen. Also, falls ihr mit mir irgendein Spiel aufnehmen wollt, sei es Battlefield, sei es Sims, sei es Fußballmanager, sei es FIFA, sei es Beat Hazard, sei es World of Tanks, sei es GTA 4 Multiplayer, sei es irgendwas, schreibt mich an, ich werde es mir überlegen, und zu 100% und 99,9% werde ich immer ja sagen. Ich verspreche also jetzt mein Wort drauf. Ich verabschiede mich dann mal wieder von euch und ich werde nämlich jetzt erstmal wieder etwas Battlefield 3 aufnehmen für meinen Kanal und für unseren Together-Kanal nächstes Mal. Also das heißt, ciao Leute und ich hoffe, es hat euch eine kleine Hilfe gegeben und bis zum nächsten Mal. Schaut bitte weiter meine Videos.